Jakob Gessner, vergangene Woche im Podcast angekündigt, dass du heute in die Gruppe gehst, um das Bergtrikot zu holen. Und das, genau das hast du heute gemacht. Sind das die schönsten Tage, wo der Plan so aufgeht? Ja, auf alle Fälle. Also das Ganze fühlt sich ganz schön kitschig an, muss man wirklich sagen. Aber wir hatten den Plan. Ich habe die absolute Freiheit und das Commitment von der Mannschaft bekommen und die Unterstützung. Und freue mich dann natürlich umso mehr, dass ich es dann mit dem Trikot wirklich auch bestätigen kann und was zurückgeben kann. An die Sponsoren, ans ganze Team, an die Betreuer und vor allem halt auch an die Teamkollegen. Ja, ist einfach nur geil in der Heimat hier wirklich dann morgen auch mit dem Trikot am Start zu stehen. Wie schwer war das Trikot zu holen? Wusstest du, du bist der Stärkste in der Gruppe oder wie hart war es dann für dich an den Bergwertungen, die Zähler einzusacken? Ich glaube, das hat ganz, ganz, ganz viel auch mit der Psyche zu tun gehabt. Mir war klar, dass die erste Bergwertung einfach aus dem Grund, dass sie als erstes ausgefahren wird, enorm wichtig ist und zudem halt, dass sie erste Kategorie war und somit dann auch mehr Punkte und eine höhere Klasse mit sich bringt. Deswegen war mir die sehr, sehr wichtig und ich bin voll auf die gefahren. Habe dann aber auch gemerkt, dass ich gerade alles so um die 500 Meter stärker bin als die zwei anderen Jungs und da auch wirklich so ein gewisses, einen gewissen Bonus habe und da voll auf meine Endschnelligkeit setzen kann. Ihr hattet relativ lange viel Vorsprung gekriegt vom Feld. Fängt man dazwischen dran irgendwann mal an zu überlegen oder war euch klar, heute lassen die Sprinter sich das nicht entgehen? Ja, ich kannte ja die Schlussrunde hier in Meiningen. Der Anstieg hoch nach 30 Acker, der ist dann doch wirklich sehr, sehr zäh und da kann man ganz viel Zeit auf schnelle Art und Weise gut machen bzw. verlieren. Dafür bin ich vielleicht auch ein bisschen zu rational an die Etappe rangegangen. Mir war klar, wenn es eine Chance für die Sprinterteams gibt, dann heute einfach auch dem geschuldet, dass so viele Männer und schnelle Jungs am Start sind bzw. auch dem geschuldet, dass halt wirklich die nächsten Tage noch härter werden. Bin ich da recht rational rangegangen und wollte einfach so weit es kommen wie möglich. Mit dem Trikot in der Hinterhand war ich bis dahin auf jeden Fall schon sehr, sehr zufrieden. Du hast jetzt das Trikot an, das heißt, heute Abend wird mal geblättert, wo so die nächsten Bergwertungen sind? Genau. Also ich weiß, dass die nächsten Tage noch die ein oder andere Welle auf uns wartet und viele Punkte vergeben werden. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt einen ganz guten Vorsprung habe heute die maximale Punktzahl geholt, was auch, denke ich, viel wert sein kann in den nächsten Tagen. Und jetzt geht es wirklich darum, wie regeneriert man. Der Tag war hart. Wie sehr holen die großen Jungs in den Etappen beziehungsweise dann halt auch beim Ziel am Samstag die Punkte. Aber schlussendlich kann man da, glaube ich, jetzt viel rechnen und am Ende kommt eh alles anders, als man denkt. Aber wir werden unseren Plan zurechtlegen als Mannschaft und wollen das auf jeden Fall nicht so einfach aus der Hand geben. Das war jetzt ein Zwischenziel, aber das nächste Ziel, das werden wir uns heute Abend auf jeden Fall auch zurechtlegen. Danke.